Hi, ich bin Thomas und zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater betreiben wir seit 10 Jahren die Hobby-Imkerei Creamby in Günzburg. Was machen wir anders? Wir gestalten nachhaltige Imkerei. Unsere Bienen dürfen stets mit ihrem eigenen Honig überwintern. Das hat zur Folge, dass wir keinerlei Winterverluste von Bienenvölkern haben. Wir sind heute hier, um eine Behandlungsvariante der Varroa-Milbe durchzuführen. Für die Behandlung werden thermische Eigenschaften genutzt, um damit die Bienenbrut vor der Varroa-Milbe zu schützen. Anders als in den Jahren davor nutzen wir den Instagrid anstelle eines Benzingenerators. Seitdem wir den Instagrid nutzen, müssen wir auch keinen schweren Benzingenerator mehr in den Wald transportieren. Vor allem müssen wir auch kein Benzin mehr mitnehmen. Dadurch haben wir keine Brandgefahr und auch keine möglichen Schadstoffe im Grundwasser. Das Einzige, was wir machen müssen, ist Schalter drehen, Stecker rein und los geht's. Halt im Varroa-Controller passen 20 Rahmen rein. Je nach Vollgröße sind das 3 bis 4 Völker, welche behandelt werden können. Mit einem vollen Instagrid können 2 Behandlungen durchgeführt werden. Das sind 4 Stunden. Im Vergleich, ein Benzingenerator würde für die gleiche Dauer 3 bis 5 Liter Benzin verbrauchen. Der Instagrid ist absolut genial. Wir benutzen ihn nicht nur für den Varroa-Controller, sondern auch für viele andere elektronische Werkzeuge.